Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dope Boy mit Metallic Flow Metallbox von Kaiser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dope Boy mit Metallic Flow von Kaiser. Zu diesem Release gab es zwei Boxen. Einmal die Metallic Box, die quadratische Metallic Box und einmal diese Club Box. Diese Club Box ebenfalls auf unserem Channel. Heute ist die Metal Box dran. So sieht das Ganze aus. Eine Metal Box zum Aufklappen in quadratischer Form. Wir haben hier vorne den Interpreten abgebildet, Kaiser mit Schriftzug und hier noch Dope Boy mit Metallic Flow. Die Unterseite schwarz, hier Hashtag DBMMF, also Dope Boy mit Metallic Flow. Oberseite ebenfalls glatt schwarz. Und auf der Rückseite sehen wir eine große Pflanze, ein großes Gewächs und das Logo, der Schriftzug nochmal von Kaiser und ein Barcode. Okay, dann klappen wir das Ganze mal auf und wir haben hier ein Bandana. Einmal die A Cappellas, das Album an sich, eine Fahne und eine Postkarte. Wie gesagt, die Box zum Aufklappen von beiden Seiten zu verwenden. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Dope Boy mit Metallic Flow. Auf der Rückseite haben wir keine Tracklist, sondern einen Führerschein von Kaiser mit weißem, pulverförmigem, ja, Mittel auf der Karte. Und hier steht noch Dope Boy mit Metallic Flow. Das Booklet schauen wir uns zuerst mal an. Also, wir haben hier Tracks aufgelistet und dann haben wir hier eine Aufnahme von Kaiser. Weitere Aufnahmen. Und hier noch einen Mittelfinger. Hier die restlichen Tracks und CD2 Instrumentals. Hier noch eine Porträtaufnahme und hinten nochmal der Hashtag DBMMF. Okay, das Booklet geben wir mal zurück in das Album, in das Cover. Und dann haben wir hier die CD, Dope Boy mit Metallic Flow. Wie für einen Albumtitel passend ist auch die CD. In Metalloptik bedeutet, die Vorderseite ist quasi identisch zur Rückseite, nur zusätzlich noch die Aufschrift. Und dann haben wir eine zweite CD, diese komplett in Schwarz gehalten und hier haben wir die Instrumentals drauf. Und hier lesen wir noch Dope Boy mit Metallic Flow. Ich finde es nur echt spannend, dass man hier die Tracks nicht abgedruckt hat, sieht man sehr selten. Vielleicht deswegen noch mal ganz kurz einen Blick in das Booklet, denn wir haben hier einige Tracks und wir haben Features von Morlock Dilemma, Degenhardt, CK Projekt oder CK Project und Paolo Magic. Und meine Lieblingstracks sind endlich wieder. Und wo haben wir es? Elefant. Okay. So, aber jetzt das Booklet endgültig weg. Dann haben wir einen zweiten Ton, beziehungsweise dritten Tonträger. Die A Cappellas zum Album Dope Boy mit Metallic Flow. Hier haben wir die Tracklist. Das
Ganze in so einer Papphülle, ihr kennt das. Und dann haben wir hier die CD an sich. Hier sehen wir so einen Mikrofonständer. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir eine Postkarte und hier sehen wir Kaiser auf der Couch sitzen mit einem pinken Umschnall-Dildo und einer Dame, die mit ihm auf der Couch sitzt, und rechts einen etwas beleibteren Typen, der eine Klobrille um den Hals trägt, und hier noch der Aufschrift Elefant, ebenfalls pink, wie auch dieses Ding hier. Und hier hinten noch die Möglichkeit, das Ganze zu versenden. Freut sich sicher die Großtante, wenn sie auf so einer Karte ihre Oster- oder Weihnachtsglückwünsche zugestellt bekommt. Dann haben wir das Bandana, beziehungsweise das Tuch. So sieht das Ganze aus, in dieser schwarz-weiß Optik. Und wir sehen schon, wir können es auf zwei Seiten verwenden. Also, auf der einen Seite I am dope und auf der anderen Seite Kaiser und der Zahlencode für Schnitt. Das Bandana ist leider nicht mit einem Zettel versehen. Das heißt, wir können nicht das Material oder die Herkunft ermitteln. Und wie gesagt, dadurch, dass es hier gespalten ist, könnt ihr natürlich entweder diese Seite verwenden oder diese. Das schauen wir uns gleich noch an, nachdem wir uns die Fahne angesehen haben, wie das Bandana dann getragen aussieht. Die Fahne dürfte relativ groß sein. Einmal kurz ausbreiten. So, also wir sehen hier riesengroß den Totenkopf mit der Kaiserschnittaufschrift auf der Stirn und diesen zwei Schwertern, diesen zwei Macheten im Kopf stecken. Und hier unten steht noch, was kann man lesen, jawohl, Dope Sims 1983, das dürfte wohl das Geburtsjahr von Kaiser sein. Die Rückseite ist ebenfalls wieder der Kopf zu sehen. Und mich würde jetzt natürlich noch interessieren, okay, alles klar, wir haben hier auf der Seite eine Lasche, eine Öffnung, das heißt, hier kann man dann einen Stock, eine Stange durchziehen, auf der man das Ganze aufhängt, und wir haben sogar unten noch zwei Schnüre, um das Ganze dann festzumachen. Das heißt, man kann diese Fahne auch durchaus als richtige Fahne verwenden und nicht nur irgendwo an die Wand hängen. Zettel sehe ich jetzt leider auch bei dieser, wie auch schon beim Bandana, keine. Das heißt, uns bleibt das Material und auch wieder die Herkunft wohl verschlossen. Naja, egal. Gut, dann schauen wir uns nochmal kurz an, wie das Bandana getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Ich habe mich jetzt für die Seite mit dem Kaiser-Schriftzug und dem Kaiser-Logo entschieden. Ihr könnt natürlich auch die andere Seite nehmen mit I am dope. Gerade in Kombination mit einer schwarz-weißen Kappe und vielleicht auch noch dem Kaiser-T-Shirt ist das Ganze dann natürlich ein stimmiges Outfit. Wie jedes Bandana könnt ihr das natürlich dann auch als Halstuch tragen. So würde das dann aussehen. Je nachdem, wie es euch lieber ist. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Also, wir haben einmal diese Totenkopffahne in der schwarz-weiß Optik. Kaiser. Dann das eben gezeigte Bandana. Die A Cappellas zum Album im Pappschuber. Das Album an sich im Super Jewel Case, was mich sehr freut. Und jetzt habe ich sie. Und die Postkarte. Ja, das
alles in dieser wunderbaren Box. Dope Boy mit Metallic Flow von Kaiser. Wenn ihr die Musik feiert, wenn ihr den Künstler unterstützen wollt, findet ihr die Links, wie gesagt, unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.